Ich bin der Milan, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und zwar in der 9. Klasse auf der Mädchenrealschule habe ich Morddrohungen bekommen von zwei Schülerinnen aus meiner Klasse, die, also als ich mich als Transgender geoutet habe, die haben mir dann Nachrichten geschrieben von wegen, komm da und da hin, um 17 Uhr, wir stechen dich ab. Ich bin an die Schule, dann war Pause, die zwei Schülerinnen sind aufgestanden, sind vor mich und sind auf mich losgegangen, also haben mir meinen Hals aufgekratzt, mein Gesicht aufgekratzt, bis sich halt die ganzen anderen Neunklässler alle versammelt haben. Und ich durfte den ganzen Schultag nicht mehr in meine Klasse, weil ich zu aggressiv war, weil ich danach gegen eine Wand geschlagen habe. Musste dann zum Schulpsychologen, zum Vertrauenslehrerin, zur Rektorin. Ja, meine Mama hat mich dann von der Schule runter. Also ich habe in der Stadt auch oft Beleidigungen gehört oder du bist kein Mann oder schau mal, wie du rumläufst oder alles Mögliche. Und für mich war das ein Lernprozess, eben damit umzugehen. Aber mittlerweile ist es mir egal, ich lache eigentlich nur noch drüber. Aber wichtig ist, dass man, wenn man beleidigt wird von irgendwem, dass man das auf jeden Fall meldet, weil nur so kann einem geholfen werden.